So, hallo, wir machen weiter bei Portal Stories Mel. Das letzte Mal haben wir die Teststrecken weitergespielt. Und ja, haben weitere Tests vor uns. Die wir hoffentlich ein bisschen schneller jetzt mal verstehen als die letzten. Schauen wir mal. Also, was passiert, wenn ich das hier drücke? Dann geht das hier aus. Yo. Da oben ist ein orangenes, das kann ich mitnehmen. Und wenn ich das hier drücke, kommt ein Würfel raus. So, das ist doch schon mal gut. Dann wollen wir den Würfel irgendwie darüber bringen. Aber von hier aus kann ich halt keine... Ah. Das kann ich alles von hier accessen, quasi. So und so. Falsche Richtung, Mist. Das müsste blau sein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, wie kriege ich den jetzt dahin? Gut, der bleibt da einfach oben. Aber wie drehe ich das Ding um? Gar nicht, ne? Da gab es keinen Knopf oder so. Nee. Da gibt es erstmal keinen Knopf für. Na gut, dann gucken wir erstmal selber da hoch. Da kommt noch ein Würfel. Dann wird aber der andere jetzt kaputt gehen wahrscheinlich, ne? Lieber nicht gerade. So, wenn ich den Laser hierher umlenke... Ach nee, da kommt... so einer. Weil wegen Laser umlenken, klar. Ach, komm, lass mich drüber. So, wenn ich den hier hin umhänke, dann geht das jetzt hier auf, aber hier ist es jetzt zu, oder wie? Wo wollen wir überhaupt hin? Das habe ich noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht das... die Tür, also das, die Zieltür habe ich noch nicht gesehen. Wo könnte die überhaupt sein? Vielleicht da hoch. Wollen wir vielleicht da hoch irgendwie? Ist da... Ich glaube... Entschuldigung. Ich glaube, da ist gar nichts. Ach, da... Nee. Wo wollen wir hin? Das wäre auf jeden Fall gut zu wissen, erstmal das Ziel zu haben, wo man hin will. Da oben wollen wir hin. Okay. Okay, gut. Also wollen wir letztendlich mit dem Teil dann da durchfahren. Okay, gut. So, jetzt haben wir schon mal das Ziel festgesteckt. Das ist schon mal gut. Nun würden wir den Laser gerne
hier hinbringen. Was nützt es eigentlich, dass er mir hier jetzt den Kram da... So oder so ist es ja immer eine Wand, die da, also... Eigentlich nützt das gar nicht so viel. An einer Wand bleibe ich ja immer hängen. Kann ich machen, was ich will. Hm. Das eine anmache, mache ich das andere aus und umgekehrt. Will ich vielleicht einfach... Was passiert, wenn ich den hier so durch... Kann ich... Bis darüber komme ich natürlich nicht. Wenn ich jetzt halt noch so einen hätte, könnte ich hier da reinlenken. Mit dem Companion Cube konnte man gar nicht lenken, ne? Kann mich nicht erinnern, dass man damit lenken konnte. Wir können es ja mal kurz gucken. Ach, den kriege ich da ja gar nicht durch. Ja, fail. Ja, fail. Den kriege ich da ja gar nicht durch. So. Also wie kriege ich den Laser hier hin? Was genau drückt der dann eigentlich? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Der macht verschiedene Dinge da aus oder so. Irgend sowas wird er tun. Ja, der macht das da aus und der macht dann das da aus und das da und keine Ahnung. Aber was ist mein Ziel? Genau dies ist mein Ziel. Nein, natürlich nicht. Ich komme aber auch da nicht durch. Ich habe das noch nicht verstanden. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich habe es noch nicht verstanden. Oh. Oh. Da ist eine interessante Fläche. Das heißt, ich müsste es irgendwie hinkriegen. Oh ja, ich weiß wie. So, aktuell ist die hier jetzt offen. Wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich jetzt... Ja. Das war zu schnell. Das könnte aber trotzdem funktionieren. Ich glaube, das funktioniert. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Es switcht aber halt sofort um, ne? Das ist vielleicht... Weiß ich nicht. Geht das so? Es switcht sofort um. Ich krieg den nicht durch. Ich weiß halt auch nicht, ob das so gedacht ist. Nee, switcht sofort um. Wie könnte ich jetzt das noch anders machen? Ah, okay, pass auf, ich kann...
kann das hier durchlenken. Ich kann das hier drücken. Kann dann... Den sollte ich da irgendwie anders hin... Das geht halt sofort auf und dann ist mein Portal weg, wenn ich jetzt durchlaufe. Dann habe ich auch nichts gewonnen. Ah, das gibt's doch nicht. Aua. Ich wollte jetzt halt gucken, ob ich dann vielleicht einfach hier sozusagen dann da die Verbindung kappen kann. Dann würde trotzdem das hier wieder sofort weggehen. Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann... Ja. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ah, aber er steht jetzt ja richtig. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und dann kann ich hier hingehen. Und dann kann ich hier hingehen. Und jetzt ist er hier offen. Und jetzt kann ich das Blaue versetzen. So, und jetzt müsste ich den nochmal hier reinkriegen. Beziehungsweise den Laser hier rauskriegen. Den Laser kriege ich hier raus. Sogar total simpel. Das heißt, den stellen wir hier hin ungefähr. Aber wie komme ich denn dann da raus? Wie komme ich denn dann da raus? Ich meine, kann ich dann da durchspringen? Ich hoffe, dass ich da durchspringen kann. Also, welches muss ich versetzen? Ich muss das Blaue versetzen. Nee, das Orangene. Jetzt müsste ich da selber irgendwie durchkommen. Komme ich da einfach durch? Ich komme da einfach durch. Ha, perfekt. Perfekt. Und jetzt ist hier offen. Da darf ich nur nicht die Portale verlieren. Muss ich erst das hier drücken. So. Jetzt sind sie alle zu. Perfekt, okay. So. Was habe ich jetzt damit gewonnen? Unser Ursprungsziel war es ja eigentlich, dieses Ding hier umzudrehen. Das scheint aber nicht zu gehen. Also das hier wird wohl keine andere Farbe bekommen. Also wie will ich jetzt... Wie will ich jetzt letztendlich? Diesen Würfel darüber kriegen. Es wird die ganze Zeit eingezogen. Ich müsste es halt echt drehen können irgendwie. Boah. Nicht so blöd. Nee, das ist auch Quatsch. Wait.
Das könnte gehen. Aber warum habe ich denn, wozu habe ich denn dann hier den ganzen Kram überhaupt gemacht? Das würde dann ja auch ohne den ganzen Portalkram hier funktionieren, oder? Also ich hoffe, ich kann meine... Ich komme nicht mehr raus. Hallo? Ah. Falsche Taste gedrückt. Ach nee, da kriege ich ihn ja gar nicht durch. Ach, kacke. Hier oben kriege ich ihn auch nicht durch. Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt noch mein Denkfehler? Oder warum, was hat es mir jetzt gebracht, dass das da offen ist? Das muss mir ja irgendwas... Ah, doch, dann kann ich das jetzt vielleicht doch so machen. Huch. Ja, hi, dich wollte ich jetzt gar nicht holen, aber hallöchen. Wow. Wow. Die Legs sind real. Was war das denn gerade? Nee, da komme ich gar nicht hin. Bäh. Bäh. Ah, was will, wie will ich, wie, was, wo, wie? Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es nicht. Der wird halt immer nur eingezogen. Also es kann eigentlich nie so sein, dass er dahin zurückgezogen wird. Und ihn kann ich nicht drehen. Es ist hier keine Vorrichtung, die irgendwie... Schande nochmal. Was, wie, wie? Theoretisch... kann er hier reingezogen werden und dann... Dann wird er immer, der landet immer hier. Also der wird immer hier an dieser, die bis dahin wird er immer gezogen und dann ist Ende. Und der kann von da aus aber halt auch nicht runterfallen. Also wie zum Geier. Soll ich jetzt diesen Würfel da durchkriegen? Ich dachte, vielleicht kann ich ihn irgendwo runterfallen lassen, dass er dann durch ein Portal springt und dann da so rüber, aber da ist ja immer dieses Ding, das geht ja auch nicht weg. Und hier sehe ich auch keine Fläche. Oh. Das ist natürlich hochgradig interessant. Und deswegen brauche ich auch... Ah, und deswegen brauche ich auch beide Würfel hier. Deswegen brauche ich auch beide Würfel hier. Das heißt, das andere hat man gemacht, dass man den Würfel hier bekommt. Okay, gut. Von hier noch niemals. Ach, weil ich kann aber... Ich kann ja aber ihn kurz loslassen, da rein und dann... Was habe ich jetzt wieder falsch gedrückt? Ach. Okay, er mag die Übergänge so gar nicht.
Wo ist mein Würfel? Ach so. Was war das denn gerade wieder für ein Gedankensprung von mir? Jetzt passt die Geschichte und jetzt steigen wir aus. It seems that thing is using some biological tracking to find out where you are. Get into the elevator to the next test. I'll need a little bit more time to get us removed from the system. Ja, kein Ding. Boah, das hat lang gedauert. 20 Minuten. Ja, wir haben wieder den ganzen für die zweite Hälfte des zweiten Tests haben wir wieder die ganze Zeit verbraucht. Eieieiei. Dennoch danke fürs Zuschauen und tschüss.